Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mal wieder soweit, der Winter kommt und wir müssen einen Antrag stellen, damit im Winter die Menschen nicht ins Elend und in die Armut, in die Kälte und teilweise sogar in eine Lebensgefahr abgeschoben werden. Dass wir das jedes Mal wieder machen müssen, liegt an der Unbelehrbarkeit dieses Senats, insbesondere des Herrn Senator Henkel, der es immer noch nicht verstanden hat, dass er eine Verantwortung nicht nur für die Verwaltung trägt, der er vorsteht, sondern auch für die Menschen in dieser Stadt. Herr Henkel, fangen Sie doch einfach mal an, nachzudenken. Abschiebung ist nicht nur am Ort, wo die Menschen ankommen, lebensgefährlich. Es gab immer wieder Abschiebefälle, in denen Menschen bei der Abschiebung gestorben sind. Es ist auch unwürdig, wie Menschen teilweise ruhig gestellt werden mit Medikamenten, mit Spritzen, mit all jeglichen Methoden, die sie ihrer Willensmöglichkeit entheben und sie eigentlich nur noch zu Objekten machen. Objekte einer Abschottungspolitik, einer Politik, mit der CDU-Landesvorsitzende Frank Henkel sich als starker Mann inszenieren will. Wie lächerlich er dabei wirklich ist, das hat der Kollege Zimmermann hier gerade ausgeführt, wird an den Zahlen deutlich. Der Kollege Lauer hat das auch dargestellt. Meine Damen und Herren, das Schreckliche an der Situation ist tatsächlich, wie diese Abschiebungen stattfinden. Aus den Klassenräumen, aus den Frauenhäusern, aus Einrichtungen, in denen es sehr viele Menschen gibt, die sich für die Geflüchteten einsetzen, und zurückbleiben nicht nur die traumatisierten, abgeschobenen Menschen, zurückbleiben auch Klassenkameraden, Freunde, Nachbarn, die einfach nicht verstehen, warum Menschen abgeschoben werden, deren einziges Vergehen es ist, in irgendwelchen Kategorien abgeheftet zu werden, unter anderem die Kategorie, die schon an sich eine falsche Konstruktion ist, der sicheren Herkunftsstaaten. Menschlichkeit, meine Damen und Herren, und Menschenrechte gehen anders und sind mit Abschiebung generell nicht vereinbar. Und Herr Kollege Zimmermann, auch wenn ich diese SPD-Position lange kenne, bleibt sie für mich dennoch falsch. Es ist falsch, Menschen abzuschieben, ohne zu bedenken, was es hier für die Menschen bedeutet, die Angst auch davor haben, abgeschoben zu werden. Und es ist falsch für die Menschen, die abgeschoben werden und im Elend landen, wie insbesondere die Roma-Familien, für die wir auch und besonders eine historische Verantwortung als Deutschland haben. Da reicht es nicht, Gedenkorte einzuweihen und derer zu gedenken, denen mal in Deutschland Unrecht geschehen ist. Da muss man sich auch um die kümmern, die Roma, die derzeit unter uns leben und unter dem permanenten Angstdruck leben, abgeschoben zu werden, meine Damen und Herren. Und dagegen stellen wir uns. Menschenrechte achten, Menschenwürde achten. Das würde auch aus einem ganz praktischen Aspekt heraus Sinn machen. Was kostet uns eigentlich diese Abschiebemaschinerie? Was kostet es an Personal bei der Polizei, an Beschäftigung, bei Gerichten, an zigfachen Versuchen, die Menschen abzuschieben, die nicht gelingen? Ich habe das ja nachgefragt in den Haushaltsberatungen. Und eine genaue Zahl konnte mir nicht genannt werden, wie viel Geld für misslungene Abschiebungen das Land Berlin bezahlt. Und stellen Sie sich doch mal vor, wir würden all dieses Geld für die Menschen ausgeben, statt gegen sie. Wie viel weiter kämen wir beim Thema Versorgung von Geflüchteten? Wie viel weiter wären wir beim Thema Integration, wenn wir das Geld in die Menschen statt gegen die Menschen einsetzen würden? Und auch wenn ich weiß, Sie werden den Antrag in den Ausschüssen wieder verschleppen und letztlich ablehnen, bin ich dennoch der Ansicht, dass es richtig und wichtig ist, dass wir gemeinsam als Oppositionsfraktion diesen Antrag immer wieder hier stellen und Sie damit konfrontieren, dass diese Koalition
nicht nur an diesem Punkt eine Politik betreibt, die von der Mehrheit des Hauses nicht getragen wird.